Hey Leute, was geht ab und willkommen hier zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Teams in FIFA 18 Mauber, Leute. Die letzte Folge ist einfach mal unten in der Videobeschreibung verlinkt, weil das war eine Folge, die seit sehr langer Zeit mal wieder kam. Ihr hattet die Möglichkeit, mir eure Screenshots per E-Mail zu schicken. Ihr habt immer noch die Möglichkeit, packstrader@gmx.de ist auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Macht einfach die Videobeschreibung auf und da seht ihr die E-Mail. Dann könnt ihr mir einen Screenshot von eurem Team schicken. Und dann seid ihr mit etwas Glück hier in der Serie dabei, weil ich wähle immer, sage ich mal, die letzten E-Mails, die ich noch nicht geöffnet hatte, mache ich auf, lade den Screenshot runter und habe den in meinen Ich bewerte eure Teams Ordner. Ja Leute, aber beim letzten Mal hatte ich gesagt, oh, ich war überrascht, dass es nur 60 Einsendungen gab. Ich glaube, das hätte ich nicht sagen dürfen, weil jetzt sind es wieder weit über 200. Ich glaube, 270 Einsendungen hatte ich jetzt und... Leute, wie soll ich da hinterherkommen? Es tut mir leid, ich kann halt nicht alle Teams bewerten. Ihr könnt mir gerne Vorschläge, wie ich es machen soll, mal unten in die Kommentare schreiben. Ich bin offen quasi für alles, aber es tut mir leid, dass hier nicht jeder rankommt. Ja, ich kann mich quasi in eure Lage versetzen. Ich würde auch gerne wollen, dass quasi der YouTuber mal mein Team zeigt. Ist ja auch selbstverständlich, aber ich kann halt nicht hier in einer Folge 100 Teams bewerten. Das geht halt leider nicht, Leute. Genau, ja, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein zum Vorwort quasi. Wir kommen direkt zum ersten Team und dieses Team hat es sowas von in sich. Ich habe heute wieder WM-Teams und auch ein paar normale Teams, glaube ich, dabei. Ja, auf jeden Fall eins, ein richtig starkes sogar. Das ist das letzte Team, was hier kommen wird. Aber dieses Team, dieses WM-Team hat es auch so richtig in sich, Leute. Holy moly, der Nico hat hier ein Argentinien-Team mit Messi 98, mit Dybala 96. Und das reicht eigentlich schon, ne Leute, das reicht eigentlich schon, um diesem Team eine 5 von 5 zu geben. Obwohl, eigentlich, aber wen soll man im linken Flügel Besseres als Argentinier hinstellen? Da hat er einen Gomez. Dann hat er einen Barnega, dann Mascherano und Pastore, aber das Argentinien-Team geht eigentlich nicht besser. Er hätte vielleicht noch irgendwie 4-1-2-1-2 stellen oder spielen können und im ZOM Messi oder Sturm Messi dann Dybala und Higo noch irgendwie einbauen können, aber... wahrscheinlich gibt es im argentinischen Kader keinen besseren linken Flügelspieler. Oder wen gibt es da im linken Flügel? Argentinien hat richtig gute Stürmer. Agüero, Higuain, Messi, Dybala, Nicardi, aber einen linken Flügelspieler? Fällt mir da jetzt eigentlich nicht ein. Di Maria gibt es noch, aber der ist auch rechter Flügel. Also gebe ich denen auf jeden Fall hier, ja, die 5. Und aufgrund der 96er Bewertung kriegst du auch nochmal 5 Punkte extra. Ich habe ja wieder zwei verschiedene Listen, einmal für den WM-Modus angepasst und einmal für den normalen Modus. Und das heißt, Nico, Glückwunsch an dich, du kriegst hier 10 von 10. Bam, richtig stark, Nico. Das Team hat mir richtig gut gefallen, überragend. Das nächste Team hat es noch mehr in sich, Leute. Aber als ich eben gesagt habe, das Team ist richtig stark von Nico, schaut euch mal dieses Deutschland-Team an. Holy moly. Also Reus 98, Werner 98, 101 Brandt. Dann hat er einen Ter Stegen, einen Gündogan, einen Großen, Goretzka, einen Platten, hat einen Süle, einen Boateng, einen Kimmich. Hat eine 99er Bewertung. Und mir bleibt nichts anderes zu sagen. 10 von 10. 10 von 10, Leute, alleine für diese Leistung, wie er gesuchtet hat. Leute, er muss gesuchtet haben. Das andere, das geht gar nicht, Leute. Wie soll man sonst einen Brandt auf 101 haben? Also ohne Witz. Respekt an dieser Stelle hier an dich. Ich würde jetzt gerne meine Cappy ziehen, aber Leute, Bad Hair Day, deswegen mache ich das jetzt hier mal nicht. Auf jeden Fall 10 von 10 auch für dich. Überragend. Überragend. Und ja, von einem überragenden Team kommen wir zu einem guten deutschen Team. Ja, er hat hier, der Dominik hat eine 88er Bewertung. Dafür kriegt er auf jeden Fall die 2 extra Punkte. Ganz knapp an der Grenze, eine Bewertung mehr, dann hättest du die 3 extra Punkte bekommen. Genau, er hat einen Draxler am linken Flügel, er hat einen Werner, er hat einen Volland im rechten Flügel. Okay, jetzt wird es ein bisschen, ja, Hector als Linksaußenverteidiger als ZM. Okay, dann hat er einen Kedira, einen Rudi, einen Süle, einen Kimmich, einen Ginter und einen Plattnert und einen Trapp. Ich würde mal sagen, das ist definitiv nicht das beste Deutschland-Team, aber ich würde dir eine 3 geben. Eine 3. Eine 4 ist es noch nicht, ein Volland im rechten Flügel, ein Hector im ZM, das müsste eigentlich auch Punktabzug geben, deswegen bist du mit 3 Punkten eigentlich gut bedient. Ja, wie gesagt, wenn Spieler nicht auf der richtigen Position stehen, ist es halt immer so ein bisschen, wisst ihr, was ich meine? Ich denke mal schon, das heißt, du landest insgesamt bei 5 von 10 Punkten und das ist definitiv auch vollkommen okay.
ganz klare Sache, Leute. Ich habe ja auch ein gewisses System hinter meiner Bewertung. Habt ihr ja sicherlich mitbekommen. Einmal ist die Bewertung wichtig, die Gesamtbewertung eures Teams. Und natürlich einmal, wie das Team mir so an sich gefällt. Ich bewerte halt aus meiner Sicht. Es kann sein, dass jemand Volland-Fan ist und deswegen dieses Team überragend heftig findet. Aber ich ist halt meine eigene persönliche Meinung. Möchte ich nochmal erwähnen, weil, ja, beim letzten Mal stand auch unten in die Kommentare, wieso gibst du denn keine Verbesserungsvorschläge? Wenn ich jetzt Verbesserungsvorschläge gebe, aber ich weiß ja nicht, ob der Dominik vielleicht ein absoluter Hector-Fan ist und deswegen hat dann Hector im ZM. Wenn ich jetzt sage, stell im ZM noch einen Groß hin. Eine groß wäre eine Verbesserung. Ganz klare Sache, aber ich weiß ja nicht, ob. Leute, soll ich sowas machen mit Verbesserungsvorschlägen? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Aber die Verbesserungsvorschläge sind dann immer so, wie soll man sagen, subjektiv. Ist das das richtige Wort dafür? Ich glaube schon. So, Leute, wir kommen zum nächsten Team. Auch mal ganz, ganz interessant. Es ist ein Team, also eine Nation, ihr seht sie ja schon. Es ist Türkei, die sich halt nicht qualifiziert hat zur WM. Aber ich glaube, ja, die Türkei hätte es vielleicht besser gemacht als, ja, manche Nationen bei dieser WM, beispielsweise Deutschland. Also, das meine ich jetzt wirklich, weil Türkei hat einen guten Kader. Alleine schon Freischussgott Hakan Çalhanoğlu oder Caner Erkin, der genauso gut Freischüsse schießen kann. Dann haben sie noch einen Zuyuncu. Er hat hier noch einen Topal im Team. Er hat einen Günü, er hat einen Yunus Mali, er hat einen Ünal, er hat einen Tosun, er hat einen Emre Mor, er hat einen Babacan und einen Özyakup. Das Team so an sich als türkische Nationalmannschaft ist gut. Und ich gebe dir auf jeden Fall dafür ja, die 5 von 5 Punkte. Mir fällt jetzt keiner ein, der jetzt dann noch besser wäre im türkischen Team. Deswegen 5 von 5 dafür. Für die 89er Bewertung kriegst du aber allerdings nur 3 extra Punkte und landest insgesamt bei 8 von 10 möglichen Punkten hier. Lieber, ich weiß leider nicht, wie du heißt. Du kannst dich ja gerne mal unten in den Kommentaren melden. Jawolski, wir kommen zum, ich glaube, drittletzten Team. Und das ist endlich mal, Leute, ein normales Team. Es kommen jetzt noch 3 normale Teams aus dem normalen Modus. Das ist hier leider etwas schwächer. Was heißt leider, Leute? Vielleicht hat derjenige auch nicht so viel gespielt. Deswegen, ja, er bekommt auf jeden Fall wieder eine 83er Bewertung. 0 extra Punkte, das tut mir ein bisschen leid, muss ich sagen. Aber wie gesagt, er hat wahrscheinlich erst angefangen mit FIFA Mobile und deswegen hat er noch nicht so ein starkes Team. Genau, er hat auf jeden Fall noch einen Ronaldo, er hat einen Courtois, er hat einen Koke Nguyen, einen Schweinsteiger, richtig geil. Er hat einen Sobiech, wahrscheinlich ist er Mainz-Fan, oder? Ein Schändler, er hat einen Kini, er hat einen Dom, einen Lassano, William Jose. Ja, mit ganz viel Augen zu kneifen könnte ich dir noch eine 2 geben. Aber mit ganz, ganz viel. Also, ja, Schweinsteiger reißt eigentlich fast alles raus. Courtois ist natürlich geil. Ronaldo, Kukis, ja. Also, ich würde definitiv William Jose, Lassano, Goyer, Dom, Keane, Sobiech, Schändler alle verbessern, austauschen. Aber wie gesagt, wenn ich sowas machen soll mit Verbesserungsvorschlägen, schreibt es unten in die Kommentare. Oder wenn ich sagen soll, hier, tausch Dom aus, tauschen Keane aus. Sowas habe ich ja bis dato noch nicht gemacht, dass du den und den Spieler austauschen sollst. Schreibt mal unten in die Kommentare, ob ich das machen soll. Ja, es soll auch, sage ich mal, wie gesagt, niemanden, das soll auch niemanden beleidigen. Ihr könnt natürlich mit den Spielern spielen, mit denen ihr spielen wollt, ist ja ganz klare Sache. Es gibt ja in FIFA Mobile keine Chemistry, keine Chemie, deswegen kann man ja jeden Spieler reinstellen, den man möchte. Und wie gesagt, deswegen finde ich Verbesserungsvorschläge auch jetzt nicht so. Ja, aber wenn ihr es wollt, wie gesagt, könnt ihr dann gerne unten in die Kommentare schreiben, dann mache ich das. Und ja, genau. Wir kommen zum vorletzten Team. Vom Fifi hier. Vom Fifi. Er hat ein 94er Team und kriegt auf jeden Fall dafür 2 extra Punkte. Er hat einen Ehrenmann Harit im rechten Mittelfeld. Salah, Butaib, Mané, Lozano, Partey, Talisca, Hummels, Thiago Silva, Van Tonken und Oblak. Ja, es gefällt mir außer an. Ja, okay, das komplette Mittelfeld gefällt mir eigentlich jetzt nicht so, aber Mané ist geil, Salah ist geil, Hummels ist geil, Vertonghen, Thiago Silva und Oblak, also quasi Sturm, Abwehr gefällt mir und Mittelfeld gefällt mir jetzt nicht so, deswegen gebe ich dir dafür, ich sag mal, eine 3. Ja, ich gebe dir eine 3 und das heißt, du landest insgesamt bei 5 von 10 Punkten und jetzt hier nochmal der Hinweis, Leute, die WM-Teams werden normalerweise meistens, in den meisten Fällen besser bewertet als die normalen Teams, weil ist ja eigentlich auch logisch, oder? Weil die WM-Teams sind halt immer nur für eine Nation und welche besseren Spieler soll man da halt reinstellen, wenn man schon das bestmögliche Team eigentlich hat.
So, genau. Wir kommen zum letzten Team und dieses letzte Team, ich weiß gar nicht, ob das Fake ist oder... das sieht auf jeden Fall ein bisschen komisch aus. Also so, das Team sieht geil aus, aber... ja, keine Ahnung, der Screenshot sieht mir ein bisschen so nach Fake aus. Kann natürlich sein, dass es wirklich sein Team ist. Aber Leute, schaut euch das mal an, Alter. Was ist das für ein heftiges Team, ohne Witz. Da muss ich gar nicht überlegen, das ist jetzt schon mal 10 von 10. Ganz klar. Er hat einen Griezmann dort, er hat einen Messi als dieser... Rivalenkarte, La Liga-Rivalen, dann Ronaldinho-Icon, PT-Icon, Ter Stegen als goldene Tots-Karte, Fernandinho-Tots, Dele Alli als Ligaspieler, Kimmich-Tots. Holy Mauli, was ist das für ein geiles Team, Leute. So kann man doch perfekt eine Folge beenden, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like, lasst ein Abo, ich bin raus an dieser Stelle. Wir sehen uns heute Abend wieder um 20 Uhr. FIFA Mauli, ganz tolle Sache. Ich bin raus, haut rein und tschüss.